Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch einen wundervollen Nachtisch vorstellen, der sehr schnell geht, wenig Zutaten hat, aber trotzdem super lecker ist. Mein Granola-Apfel-Crumble mit Vanilleeis. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Für den Granola-Apfel-Crumble brauchen wir 4 Äpfel. Ein Apfel pro Portion, das passt immer ziemlich genau. Dann wollen wir das Ganze in so eine Keramik feuerfeste Form einfüllen für den Nachtisch und überbacken. Dann brauchen wir außerdem den Saft einer halben Zitrone. Wir brauchen Granola. Ich habe hier selbstgemachtes Granola und ich blende euch gleich oben rechts auch ein, wie ihr das macht, wenn ihr es selber machen wollt. Falls ihr es nicht selber machen wollt, könnt ihr auch Müsli nehmen, aber wenn es geht, dann ohne Rosinen und Früchte. Wir brauchen außerdem noch Zimt für den Granola-Apfel-Crumble. Gibt so ein bisschen eine weihnachtliche Note. Dann brauchen wir 100 Gramm Butter, jeweils 2x50 Gramm, eine Kugel Vanilleeis auf jeden Nachtisch und ja, braunen Zucker, 2 Esslöffel habe ich vergessen hier hinzustellen. Zunächst schmelze ich die Butter und nachdem die angeschmolzen ist, nicht so hohe Hitze, damit sie nicht schwarz wird, gebe ich die geschälten und kleingeschnittenen Äpfel dazu. Und die Äpfel lasse ich dann erstmal ein paar Minuten andünsten, damit sie ein bisschen weich werden, aber nicht matschig. Wir wollen ja kein Apfelmus. Immer zwischendurch rühren, weil Äpfel sonst auch schnell anbrennen. Die sollen jetzt ein bisschen Flüssigkeit verlieren. Da soll der Saft ein bisschen verdunsten, das soll reduzieren. Und nach ein paar Minuten gebe ich dann den Zucker hinzu, damit wir die Äpfel so ein bisschen karamellisieren können in dem braunen Zucker. Das dauert auch nicht sehr lange. Die Flüssigkeit verdampft weiter und wenn die so ein bisschen die Farbe geändert haben und ein bisschen karamellisiert sind, aber immer noch nicht matschig sind, dann können wir danach, wenn sie ganz trocken sind oder fast trocken sind, den Zimt dazugeben. Das Ganze nochmal gut durchmischen und anschließend, wenn wir den Zimt hier gut durchgemischt haben. Man riecht das auch schon, das ist ein ganz toller Geruch schon, riecht schon sehr weihnachtlich nach Zucker und Zimt und Apfel. Und wenn sich das jetzt hier gut vermischt hat, dann gebe ich als letztes nochmal den Saft der halben Zitrone hinzu. Wenn es geht, möglichst ohne Kern. Ich mache das ja immer mit der Hand ganz gerne. Ja, da war dann doch wieder einer. Und das Ganze mische ich jetzt nochmal. Nochmal auch nicht durchmischen. Jetzt können wir auch schon die Platte ausschalten. Die Apfelmasse ist im Prinzip fertig. Und dann nehme ich meine 4 Auflaufformen und fülle jetzt die Apfelmasse in die Auflaufform. Diese kleinen feuerfesten Förmchen und die können wir erstmal wegstellen. Erster Schritt ist damit durch. Jetzt schmelze ich nochmal Butter. Und in der Butter röste ich jetzt mein Granola an. Vorsichtig, das brennt super schnell an. Nicht weggehen, nichts anderes machen. Aufpassen, bis das Granola so die Butter aufgenommen hat und dann auch so ein bisschen anfängt zu schäumen. Dann mischen wir das nochmal ordentlich, bis das ein bisschen Farbe angenommen hat. Und schalten die Hitze runter und verteilen jetzt die Granolamasse auf den Förmchen, auf der Apfelmasse oben, nicht unterrühren, nur drüber legen. Das soll später crunchy werden, also nur leicht oben verteilen, so dass wir alles gleichmäßig verteilt haben. Und wenn wir das geschafft haben, die Granolamasse verteilt ist, dann geht das Ganze in den Ofen. Bei mir hier immer 3D Heißluft, also Umluft wahrscheinlich bei euch, 180 Grad, na, 5 bis 10 Minuten, dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Das Granola ist jetzt wundervoll überbacken und crunchy und jetzt geben wir noch eine Kugel Vanilleeis oben auf das heiße Granola und das schmilzt jetzt ganz wunderbar hier mit dem heißen Granola zusammen. Ein ganz toller Geruch, wundervoller Geschmack. Utsch, heiß die Form. Ja, aber ich denke, hat geklappt.
Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.